Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr es hierher gefunden habt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind da. Für alle, die schon ein bisschen länger hier zuschauen, ihr kennt ja schon ungefähr die Inhalte, die euch hier erwarten. Für alle, die neu dazukommen, ich möchte euch kurz meine Idee hinter diesem Kanal und das, was euch hier erwartet, vorstellen, damit ihr wisst, worauf lasse ich mich ein, wenn ich mir das Ganze hier überhaupt anschaue. Ich verfolge mit diesem Kanal letzten Endes zwei Hauptziele. Das ist erstens meine Leidenschaft für dieses Hobby, für das Orgelspiel mit jemandem teilen zu können. Denn gerade jetzt in Corona ist es etwas schwierig, ein allgemeines Publikum dafür zu finden. Teils, weil die Gottesdienste sowieso nur draußen stattfinden können. Die Orgel bekommen wir nicht nach draußen gebaut. Teils deswegen, dass wenn die Gottesdienste drinnen stattfinden, die Besucherzahlen momentan ja sehr begrenzt sind. Und auch, um einfach mal ein Publikum zu erreichen, das vielleicht mit der Kirche in diesen Räumen nicht so viel anfangen kann, aber sich trotzdem an moderner Musik sehr erfreut. Und da bin ich auch direkt beim zweiten Punkt. Ich möchte die Orgel auch für die Jüngeren wieder ein bisschen salonfähiger machen, denn Orgel ist eben mehr als nur Bach. Orgel kann auch ziemlich cool und ziemlich modern sein. Das möchte ich hier zeigen. Und deswegen seht ihr hier auf diesem Kanal hauptsächlich als große Hauptacts der Woche jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein neues Pop, Rock, irgendetwas aus dem Radio Bekannten. Neu intoniert auf der Orgel, nur mit Originalaufnahmen. Ich bearbeite nichts am PC nach, außer eventuell die Lautstärke, aber alles klingt so, wie es aufgenommen ist. Einmal in der Woche ein etwas einfacheres Video, einmal in der Woche ein etwas komplexeres Video, vielleicht mit einem Musikvideo, ein bisschen geschnitten, ein paar mehr Tonspuren. Das schreibe ich übrigens immer in dem Betreff. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, ist das jetzt Start der Aufnahme, runtergespielt, Stopp der Aufnahme, oder ist das, okay, hier liegen mehrere Tonspuren aufeinander, das klingt auf der Orgel auch ziemlich cool, aber das könnte ich jetzt leider im Original nicht so spielen, außer ich hätte jetzt 4 oder 6 Hände. Aber trotzdem alles in Orgelaufnahmen, denn mit der Königin der Instrumente kann man so ziemlich alles auch auf irgendeine Art umsetzen, was man ansonsten am PC machen würde. Und das möchte ich hier euch gerne präsentieren. Und auch wenn Orgel so viel mehr ist als die alten Sachen, die man kennt, klingen auch die alten Sachen ziemlich cool. Deswegen findet ihr hier auf diesem Kanal auch jeden Montag für den Start der Woche etwas klassische Orgelliteratur. Meistens etwas von Bach, der hat einfach am meisten geschrieben. Aber auch aus der Romantik, aus der Moderne, manchmal mit etwas ungewohnten Klängen für unsere Ohren. Aber auch dort gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Sachen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Dienstags und donnerstags kommt immer so ein Projekt, das mir persönlich wichtig ist, aber für das breite Publikum vielleicht von weniger Interesse, das ist die Vertonung unseres Gesangbuchs. Und zwar gibt es in unserem evangelischen Gesangbuch über 600 Lieder. Diese Lieder sind gerade für neue Organisten doch sehr erschlagend, wenn du dann gesagt bekommst vom Pfarrer, ja, hier übermorgen Gottesdienst, diese 4 Lieder, üb die mal bitte, du hast sie eventuell noch nie gehört. Das hat mich gerade am Anfang sehr gestört, dass es nicht einfach eine Playlist auf YouTube gibt. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, 600 Lieder hier aufzunehmen. Das wird wahrscheinlich ein Projekt für die nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt. Aber ich möchte zumindest damit anfangen. Denn wenn man so ein Video an der Hand hat, so soll das später mal klingen, ohne irgendwelche Eigeninterpretationen, Schnörkeleien, sondern einfach so, wie es hier im Buch steht, das ist ein kleines Projekt, das ich voranbringen möchte. Deshalb wundert euch nicht, dienstags und donnerstags EG-Lieder. Vielleicht ja auch für Pfarrer mal von Interesse, wenn kurzfristig der Organist ausfällt oder die Orgel gerade saniert wird. Auch auf diese Weise kann man mit der Gemeinde zumindest dann noch singen. Freitags kommt ein Video, wo ihr vielleicht euch denkt, okay, was hat das hier auf diesem Kanal zu tun? Aber wir sind da in allen Formen. Eine andere große Passion von mir ist neben dem Orgelspielen, nämlich der Kindergottesdienst, den ich seit über 10 Jahren mittlerweile mache. Und da in den Corona-Zeiten das gemeinsame Treffen und normale Basteln, Singen, Spielen leider nicht möglich ist, gibt es jeden Freitag für Kinder, es richtet sich so im Grundschulalter, aber gerne auch jünger und älter, einen Kindergottesdienst mit einer Geschichte, mit einem gemeinsamen Lied, das wir singen, mit einer Bastel- oder Spielidee, wo ich einfach ein paar geistliche Impulse an die Kinder weiterleiten möchte. Der Samstag ist momentan noch so ein Lückenfüllertag. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da machen möchte. Da kommen so Videos wie dieses hier, wo ich vielleicht einfach mal über irgendwas reden möchte, das mir wichtig ist. Oder bisher gab es dort immer so kleine musikalische Andachten. Zu einem Lied, ein bisschen auf dem Klavier eingespielt, der Liedtext dabei und ein paar Gedanken, die mir so dabei gekommen sind. Einfach ein Tag, wo ich dann mal das mache. Wobei, das mache ich ja eigentlich immer das, was ich möchte, aber
wo ich das veröffentliche, was mir gerade so durch den Kopf geht. Wenn ihr weitere Wünsche, Ideen oder Gedanken habt, teilt sie gerne mit mir, schreibt sie mir in die Kommentare, gebt den Videos ein Like und abonniert bitte diesen Kanal, weil je mehr Kommentare, je mehr Likes und je mehr Abos, umso mehr Leute werden auch auf diesen Kanal dank YouTube-Algorithmus aufmerksam. Es würde mich freuen, wenn ich diese, meine Passion, mit immer mehr Leuten teilen könnte und das vielleicht die Runde macht. Also, wenn ihr diese Ideen cool findet, wenn ihr das gerne unterstützen wollt und wenn ihr mehr davon hören wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, entweder auf alles, wenn ihr euch wirklich alles ansehen wollt, oder nur auf das Relevante, dann bekommt ihr wahrscheinlich hauptsächlich die Popmusik zu hören. Und wenn ihr nur deswegen da seid, ist das völlig fein, ist ja schließlich auch mein Lieblingsinhalt. Je nachdem, wann ihr das schaut, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, eine gute Nacht und einfach alles Gute.